ihr könnt ein Projekt durchziehen. Traut es euch einfach mal. Hallo, ich bin's wieder, euer Rainer. Heute möchte ich nochmal das Thema aufgreifen, Geheimverstecke oder beziehungsweise Wertsachen im Garten verstecken. Wie ihr schon mitgekriegt habt, das Thema finde ich spannend, macht mir auch Spaß. Und ich habe mir da einfach jetzt nochmal was überlegt, wie man so im Garten was verstecken kann. Ich werde sogar nochmal in den Wald gehen, weil das Thema Versteck im Wald, das finde ich auch, da kann man mal nochmal einen kleinen Film drüber machen. Das aktuell war ja das mit dem Thema, dass da ein Mann was im Wald versteckt hat, das gefunden worden ist, was ich nicht so ganz verstehen kann, wenn man das richtig macht. Und deswegen möchte ich euch mal zeigen, wie ich jetzt so im Wald was verstecken würde. Ja. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, noch ein Fass, das möchte ich hier vergraben und euch zeigen, wie ich das mache. Und habe mir hier mal so einen Silberbarren ausgeliehen, also es ist nicht meiner, ja. Den habe ich mir nur ausgeliehen, muss ich leider wieder zurückbringen. Aber an dem Silberbarren möchte ich euch mal jetzt noch zeigen, wie man mit dem Metalldetektor unterscheiden kann, was Edelmetall ist und was nicht Edelmetall ist. Und ich möchte dann nachher auch den Test machen, wenn dieses Fass vergraben ist, ob man mit dem Metalldetektor, sage ich mal, dieses Silber aufspüren kann. Ich habe mir vor einem Jahr mal so einen Metalldetektor gekauft. Und ja, das zeige ich euch dann nachher auch nochmal im Film. Ich habe jetzt hier in dem Bereich was aus Metall hingelegt und hier ist mein Silberbarren. Jetzt möchte ich euch mal kurz zeigen, wie man mit so einem Metalldetektor das unterscheiden kann am Ton, wenn man da so drüber fährt. Machen wir es mal ganz kurz von Weitem. So. Das ist jetzt ein sehr heller Ton. Hoher Ton und jetzt schauen wir mal hier bei Metall. Da hört man, dass der Ton anders klingt. Ich mache mal von nahem. Hier sieht man jetzt an der Anzeige, was für ein Metall man gefunden hat. Da geht es hier, in dem Bereich geht es um Silber. Da ist es dann eher so Metall und Eisenbereich. Und hier kann man dann erkennen, wie tief man graben muss im Prinzip, bis man das, das Metall hat. Oder die Sensibilität einstellen, wie empfindlich das Gerät ist. Also hier dieses Gerät ist eigentlich ein ganz gutes Gerät, mit dem haben wir schon einiges auch gefunden. Und ja, jetzt habt ihr mal gesehen, wie der Unterschied ist zwischen Stahl auf der Seite und jetzt hier Silberbarren zum Beispiel auf der anderen Seite. So, ich habe mir jetzt hier diese Stelle ausgesucht, wo ich es vergraben möchte. Zum einen kann ich mir das gut merken, das zeige ich euch nachher nochmal, wie ich das mache. Und zum anderen gehe ich davon aus, dass hier so schnell nichts gebaut wird, auch bei mir hier im Garten nichts gemacht wird. Und ja, ich finde einfach, der Platz ist nicht schlecht und ich denke auch, da kommt jetzt nachher nur Erde und sonst nichts anderes. Und ja, deswegen machen wir das einfach jetzt da rein. So, als ersten Schritt lege ich jetzt mal die Größe fest. Ich will das so eng wie möglich machen. So groß wird es. Und was wichtig ist, dass man die Grasnarbe sauber abschabt, also großräumig, sage ich mal, ausgräbt, dass wenn man das nachher wieder drauflegt und fest tritt, dass das schnell einwächst und dann sieht man da gar nichts mehr. Obwohl es heute nicht so arg warm ist, aber bei so Erdarbeiten kommt man ganz schön in den Schwitzen.
das Loch ist jetzt tief genug. Also ich schätze mal, das ist so 1 Meter, 1,20 Meter tief. Jetzt bin ich eigentlich so weit, dass ich da mein Fass versenken kann. Deckel nochmal drauf. So, und jetzt kann ich das da rein. Drin und jetzt können wir es sauber eingraben, das Ganze. Nächster Schritt. So, ich bin jetzt zurück vom Mittagessen. Vormittag ist mir was richtig Blödes passiert, und zwar habe ich die Zwischenräume auffüllen wollen mit Erde und habe die glorreiche Idee gehabt, das einzuschlemmen, was ja eigentlich nicht schlecht ist, nur habe ich es irgendwie übertrieben und jetzt ist mir der blöde Fass schwimmt mir hoch. Ich habe jetzt dann über Mittag hier mal ein bisschen beschwert, aber wenn ich da reingucke, da ist immer noch ein Haufen Wasser drin. Also ja, manchmal klappt nicht alles so, wie man sich's denkt. So, wenn ich jetzt gucke, weiß nicht, ob man sieht, da, das ganze Wasser schwimmt hoch zum Kotzen. So, ich mache jetzt mal einen Test mit meinem Silberbarren. Den lege ich jetzt ganz da unten rein. Und dann möchte ich mal schauen, ob der Metalldetektor das noch findet. Zuerst mache ich mal einen Versuch ohne, dass ich sehe. So, dass ich sehe, ob hier... Okay. Also irgendeinen Fehlalarm kriege ich. Wahrscheinlich ist da noch irgendwo Metall im Boden drin. Aber es ist so ein metallischer Ton. So. Jetzt, wenn ich bloß mal den Silberbarren hier hinlege. Okay, ich habe meinen hellen Ton. So, jetzt legen wir den mal unten rein. So, und wenn wir jetzt hier messen. Okay, ich habe nur meinen Metallton. Also ich gehe mal davon aus, das kann niemand messen. So. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ich hole den natürlich wieder raus, weil, wie gesagt, gehört leider mir nicht. Den verstecken wir hier nicht. So, jetzt mal noch eine Aufnahme von oben. Also ihr seht jetzt, wie das Fass vergraben ist. Ja, ich lege jetzt außenrum noch ein bisschen Steine, mache den Deckel drauf, lege oben noch eine Platte drauf und dann kann ich es im Prinzip wieder zugraben. Und dann ist das Ding für immer versteckt. So, jetzt bin ich soweit, dass ich zumachen kann. Wie gesagt, ich tue nichts Wertvolles rein. Ich habe jetzt da mal aus der Tageszeitung einfach so Papierknülle gemacht. Die schmeiße ich jetzt da mal einfach rein, um zu sehen, vielleicht in 2 Jahren oder so, wenn ich es aufmache, wie es da aussieht. Hier habe ich noch eine Dichtung drin. So, jetzt kann ich das Ganze sauber verschließen.
Ja, Spaten. So, ich mach's vielleicht noch ein bisschen fester. So, ich denke, es ist gut fest. So, dann mache ich da noch eine Folie drüber. So, bevor ich das jetzt komplett richte, muss ich mir natürlich noch schnell einmessen. Ich habe jetzt da meinen Spaten mal reingesteckt, dass ich überhaupt noch weiß, wo es ist. Wenn ich jetzt von der Wand wegmesse, liege ich hier bei 70 cm. Und dann habe ich hier so einen Vorsprung in der Ecke. Den kann ich mir auch als Anhaltspunkt nehmen. Und da bin ich bei 1 Meter, ja genau 1 Meter. Das heißt, von dem Vorsprung hier weg 1 Meter und von hier 70 cm. Das muss ich mir natürlich irgendwo mal aufschreiben, kleine Skizze machen, am besten nicht offensichtlich, ja, dass ich das Ding auch mal wieder finde. So, jetzt richte ich das noch voll her und dann bin ich schon fertig. So, und das war's schon. Keiner sieht, dass da unten ein großer Kanister ist, wo man Sachen verstecken kann. Das findet auch keiner. Da kann man jemand sagen, was er will. Darunter vermutet kein Mensch was. So, ich bin jetzt noch hier bei uns in den Wald reingefahren. Ja, ich habe ungefähr von meinem Haus aus 5 Minuten, da bin ich bei uns im Wald. Habe mir jetzt da mal so im Wald drin einen Punkt rausgesucht, wo ich sage, also meiner Meinung nach kann man hier was verstecken, ohne dass es jemand findet. Ja, was vielleicht wichtig ist, dass man sich übers Handy die GPS-Daten raussucht für den Platz, wo man jetzt gerade steht. Dann findet man das problemlos oder man merkt sich gewisse Orientierungspunkte. Ich habe jetzt hier in meinem Bereich ja, eigentlich den größten Baum hier in der Gegend rausgesucht. Relativ einfache Orientierung, habe mir dann so geschaut, okay, da unten läuft ein Weg, der ist ungefähr 100 Meter entfernt. Da drüben ist ein kleiner Jägersitz, auch so ein wichtiger Orientierungspunkt. Und ja, bin der Meinung, hier an der Stelle müsste ich das Ding eigentlich wieder finden. Ja, was vielleicht auch wichtig ist, wenn man sowas macht, dass man vorher schaut, sind irgendwo Bäume markiert. Das ist oft so ein Zeichen, wenn der mit Spraydose ein Kreuz drauf ist oder so, dass da vielleicht in der nächsten Zeit Holzfällarbeiten gemacht werden. Da ist es natürlich ein bisschen problematisch. Ja, man sollte vielleicht gucken, dass auch keine Flurwege in der Nähe sind. Das ist auch ein Zeichen, dass da öfters mal Bewegung im Wald ist, ja. Aber ich denke mal, so hier, diesen Platz, wo ich jetzt rausgesucht habe, der ist relativ sicher. So, wie gesagt, ich werde das hier direkt am Baum, vielleicht so einen halben Meter vom Baum weg, werde ich jetzt mal mir ein Depot anlegen und möchte euch einfach mal zeigen, wie ich das mache. Ich schwenke jetzt mal kurz hier durch, dass ihr mal seht, wo ich mich jetzt eigentlich wieder finde. So, also das wird jetzt der Baum sein hier. Und wenn wir dann jetzt so mal rumschaut, also da ist überall ziemlich dichtes Gestrüpp, leichtes kleines Unterholz. Ja, da muss man schon eine gewisse Mühe aufbringen, da reinzukommen. Ich mach mal einen kompletten Schwenk einmal rum. Ah, kommen. So, also man sieht schon, es ist nicht ganz so einfach, den Platz zu erreichen. Ich glaube jetzt nicht, dass hier spielende Kinder irgendwie mal kommen werden. So, und da sind wir dann schon wieder an dem Baum.
Ich zeige euch jetzt mal, da vorne liegt schon meine Tüte, wie ich das denn genau mache. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich da wirklich vergrabe. Also ich habe da daheim schon ein bisschen was vorbereitet. Und zwar habe ich jetzt hier ein Marmeladeglas, leider mit einem Metalldeckel. Ideal wäre es, wenn man da noch so einen Glasdeckel hätte. Obligatorische 5 Euro diesmal. Und einen Zettel habe ich mit reingelegt. Ich habe in meinem anderen Bericht mal erzählt, dass da jemand Geld im Wald versteckt hat und es Kinder gefunden haben, die das dann auch ehrlicherweise abgegeben haben. Wenn da natürlich ein Zettel drin ist, wo vielleicht ja, ein Passwort Do It Yourself draufsteht oder das gehört .x irgendjemand, hat man es vielleicht einfacher, wenn es dann wirklich jemand findet und abgibt, auch nachzuweisen, dass man das selber hier versteckt hat. Und wie gesagt, verstecken heißt nicht verlieren, also das sind ganz andere Gesetze, wo da angewendet werden. Das heißt, man muss da nicht mal Finderlohn zahlen, wenn das jetzt jemand ausgräbt und ehrlicherweise abgibt, was ich aber gehört meiner Meinung nach. So, wie gesagt, ich habe das hier in so ein Marmeladeglas. Dann habe ich mir hier so Klebeband mitgenommen. Ich hoffe, man sieht es. Da werde ich jetzt einfach mal um den Deckel rum das sauber verkleben. So. Ich zeige das nachher nochmal von nahem. Einfach, dass das Ding dicht ist, ja. Weil so ein Deckel könnte ja auch mal undicht werden. So, jetzt ist das Ding relativ dicht, sind nur 5 Euro drin, egal. So, und jetzt mache ich das noch zusätzlich in eine stabile Tüte rein. Also so, schön in die Tüte einpacken. So, und da mache ich jetzt auch noch mal Klebeband rum. Ich hoffe, man sieht es. So, also ich bin der Meinung, das ist gut verpackt, da sollte kein Wasser ran. Ja, jetzt können wir es vergraben. So. Ich möchte es jetzt hier in dem Bereich vergraben. Machen wir noch weiter zur Seite, so, dass man auch was sieht. Also der eine oder andere wird bestimmt jetzt sagen, der ist komplett verrückt. Habe ich mir heute von meiner Frau auch anhorchen müssen. Aber es ist einfach so, macht es Spaß, solche Verstecke mir auszudenken. Und wegen meinem Bürojob, wo ich den ganzen Tag mache, ist es für mich auch ein guter Ausgleich, so ja, mal ein bisschen körperlich was zu machen. Und vor allem, wo ich da von diesem Mann gehört habe, der da sein Sach versteckt hat und das Kinder gefunden haben, kann ich das ehrlich gesagt irgendwie nicht verstehen, wie die das gefunden haben. Da hat er sich nicht wirklich Mühe gegeben, das gut zu verstecken. So, ich habe jetzt da mein Loch gegraben.
tue jetzt, wie gesagt, das rein und ja, grab das wieder sauber ein. Gut verdichten. So, eigentlich ist es schon vergraben, es geht ruckzuck. Jetzt ist es so, man sollte das natürlich noch ein bisschen tarnen. Was vielleicht noch wichtig ist, dass man ein paar Bilder macht, einfach so vom Baum und wo es genau liegt. Anhaltspunkt wäre vielleicht dieser Klappspaten, zu sagen, okay, eine Klappspatenlänge vom Baum weg in dieser Mulde, ja, habe ich es vergraben. Da macht ein Bild, ist eigentlich optimal. So, ich denke, eigentlich sind wir da jetzt schon durch. Was man noch machen kann, also wie gesagt, so ein bisschen das Laub verteilen. Dann legen wir den Ast noch drüber. So, ihr seht, und schon habe ich mir ein Depot im Wald angelegt. Ja, ich habe jetzt den Ast noch da drüber gelegt. Ich denke mal, der wird noch 5 Jahre da liegen. Also ich werde im Jahr werde ich noch mal hierher kommen und die Stelle suchen. Ich hoffe, ich finde sie dann. Und ja, dann noch mal schauen, ob hier alles in Ordnung ist, ob es noch da ist. Ja, das war es dann aber eigentlich auch schon von meinen 2 Verstecken, wo ich euch noch mal zeigen wollte. Viel gebraucht habe ich nicht dazu. Bei mir daheim war es dieses Fass. Und hier im Prinzip ein bisschen Klebeband, Marmeladeglas. Ein Klappspaten ist gar nicht schlecht für so Sachen. Und ja, das war es eigentlich schon. Also wie gesagt, ich glaube jetzt nicht, dass spielen die Kinder hier das Versteck finden. Vielleicht finde ich selber auch nicht mehr, ich weiß es nicht, aber ich bin da guter Dinge. So, ich hoffe, euch hat mein Film gefallen. Ich würde mich freuen über einen Daumen hoch. Und wenn ihr noch mehr Versteckideen haben wollt, kommt mal auf meinem Kanal vorbei. Im Bereich Do It Yourself habe ich da noch einiges. Und wie gesagt, viele Verstecke, wo man auch seine Wertsachen verstecken kann, die